Moin Whisky-Fans, willkommen bei den Malt Madness. Natürlich mit Leon. Und mit Penny. Yeah. Ja. Und mit, also wir haben uns was eingeschenkt, also ich habe mir was eingeschenkt. Aber wir wollen uns heute, glaube ich, mal einem anderen Thema ein wenig widmen und euch ein bisschen mehr so was erzählen. Und zwar unsere Top 10 aus dem Jahr 2020. Jeder von uns beiden hat sich 5 Whiskys ausgesucht, die wir im Jahre 2020 probiert haben, die uns in irgendeiner Form im Gedächtnis geblieben sind. Sei es, weil wir die besonders gut fanden, sei es, weil die ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis hatten, weil wir die Brennerei besonders interessant fanden, weil es ein tolles, interessantes neues Release war. Wie gesagt, die Whiskys müssen nicht zwingend im Jahre 2020 released worden sein. Also das ist kein Video nur mit Whiskys aus dem Jahre 2020, sondern es können auch ältere Releases sein, die wir einfach in dem Jahr probiert haben. Und die Aufzählung hat auch keine Reihenfolge im Sinne von bester zu schlechtester, sondern wir werden euch einfach jeder 5 Whiskys präsentieren, die wir aussagekräftig genug finden, damit sie in diesem Video vorkommen, einfach weil wir sie interessant finden. Und wir fangen einfach an. Paddy, hau doch mal raus. Was ist deine Nummer 1? Ja, also das, was Leon sagt, wollte ich auch noch mal so ein bisschen ergänzen, weil manchmal ist es so, dass man halt einen Dram trinkt in dem Jahr und denkt so, wow, okay, der hat mich mal überrascht. Irgendwie so ein Lucky Punch dann halt gelandet und der bleibt dann halt so im Kopf hängen. Vielleicht könnt ihr ja auch selber mal für euch überlegen, was war denn so im letzten Jahr euer Dram, der euch so ein bisschen im Kopf geblieben ist, und schreibt mal ruhig unten in die Kommentare, was ihr letztes Jahr halt irgendwie so ganz nice fandet, wo ihr halt irgendwie dran denken musstet. Bei mir war das so eine kleine Überraschung. Also ich könnte viel darüber erzählen, und Full Disclosure, ihr wisst ja, dass ich im richtigen Leben halt irgendwie bei Kirsch Whisky arbeite. Und das ist der Importeur für Glenallery. Aber in diesem Jahr hat mich tatsächlich auch ein Glenallery wirklich überzeugt. Wir haben so ein PX Pinot Noir Single Cask Cuvée-Ding rausgebracht. Nee, Single Cask war es nicht. Es war ein Cuvée, waren eine Menge Flaschen auf jeden Fall da. Und den durfte ich probieren. Und der hat mich aber wirklich, da musste ich mich wirklich hinsetzen. Das war ein richtiges Brett. War richtig lecker. Und die Mischung, ich bin ja kein Fan eigentlich von PX-Fässern, aber die Mischung aus PX und aus diesem Pinot Noir war einfach magisch, war einfach mega lecker, und da habe ich mich ein bisschen gewundert, weil sonst ist so Glenallery, ja, aber ich gehe nicht so Richtung Sherry Whiskys, ist ja nicht so meins, ich bin ja mehr so Bourbon oder rauchig oder sowas, aber da habe ich dir auch gesagt, ich muss dir nochmal ein Sample besorgen, Leon, weil ich glaube, der würde dich auch abholen, definitiv, also der ist mir im Kopf geblieben. Ich bin gespannt, ich schaue mir gerne nochmal an. Und ja, nochmal ganz kurz zurück. Wir machen quasi in diesem Video jetzt nur schottische Whiskys. Wir machen nochmal ein anderes Top 10 Video zu nicht schottischen Whiskys. Aber jetzt sind wir quasi bei der Nummer 2 in meinem ersten Whisky quasi. Für mich dieses Jahr ganz klar eine der absoluten Sieger im Bereich interessante Whiskys. Nicht Nien. Das erste Release, ich habe hier Batch 1 von der ersten Standardabfüllung der Brennerei Nichnien in den westlichen Highlands. Ich verfolge die Brennerei schon ganz, ganz lange und begleite die quasi schon, seit sie irgendwie in den Kinderschuhen stecken, war schon mehrmals da und war von Anfang an sehr angetan von diesem Ansatz, von dem Approach der Brennerei, wirklich Organic, also Bio-Whisky herzustellen, wirklich 100% aus biologisch angebauter Gerste, was in Schottland eben nicht sehr üblich ist. Es gibt ein paar andere Brennereien, die das machen. Wir haben auch ein Video dazu gedreht. Könnt ihr euch gerne angucken. Verlinken wir auch alles unten in den Kommentaren. Und ja, für mich definitiv eine große Überraschung dieses Jahr. Ich war mega begeistert von dieser Abfüllung, hat mich richtig überzeugt. Ganz tolles erstes Release und ich bin sehr, sehr gespannt, was Nichnien weiterhin machen wird. Und ja, kann euch nur empfehlen, sich die Brennerei mal anzugucken. Von den Erstreleases der neuen Brennereien aus meiner Sicht eine der spannendsten und besten, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Und auch preis-leistungstechnisch total in Ordnung. Also die Flasche kostet 55 Euro roundabout, glaube ich. Für eine 70cl-Flasche von einem neuen Whisky ist das wirklich ein guter Preis. Denn da können sich einige neue Brennereien echt ein Stück von abschneiden. Viele, viele neue Brennereien releasen ihre Whiskys deutlich über der 100-Euro-Marke. Und deswegen finde ich dieses Release richtig gelungen. Und ja, von meiner Seite aus definitiv eine Empfehlung. Wer sich für Scotch Whisky interessiert, kann ich nur empfehlen, da mal reinzuluschern, bei Nichnien. Ja. Ja, ich fand das auch lustig, weil in dem Video, was wir gedreht haben, hast du fast angefangen zu weinen, weil das halt so ein epischer Moment war für dich. Fand ich wirklich süß und fand ich niedlich, aber ich muss dir recht geben. Hat mich auch wirklich, wirklich, wirklich richtig überrascht. Und
Preis-Leistungstechnisch finde ich das halt einfach auch super, ne? Also für ein erstes Release oder auch die Batch 2 und Batch 3 sind einfach wirklich bezahlbar, jedenfalls was UVP auf jeden Fall ansagt. Und das finde ich auch wirklich in Ordnung. Und ja, das fand ich auch mega nice. Paddy Nummer 3. Nummer 3. Welchen nenne ich denn da? Ich glaube, ich nehme mal den Kollegen hier, Glenn Coe, haben wir auch ein Video zu gemacht. So, wird es ein bisschen schärfer, ja, ne? So seht ihr auch. Das ist so ein Blended Malt aus dem Hause Ben Nevis. Und ihr kennt das ja wahrscheinlich selber, das Problem. Ben Nevis, da kriegt man immer nicht so richtig viel, wo der Zehner halt immer super lecker ist, aber so preistechnisch so, ne, genau da haben wir auch einen, so einen. Da gibt es so eine Fassstärke von, alles immer nicht so einfach zu bekommen, weil das, man weiß nicht, es gibt ja eine Menge Theorien darüber. Aber der Glen Coe, ich glaube, der fliegt noch so ein bisschen unterm Radar. 58 Volumenprozente und die alte Ausstattung, die ich da habe, die habe ich mit Leon auch vor der Kamera probiert. Das Ding hat noch so ein bisschen ein Old-Bottle-Ding, Old-Bottle-Flavor, so Old-Style mit drin irgendwie. Und das hat mich auf jeden Fall abgeholt und da habe ich mich auch tierisch gefreut, dass wir den verkosten konnten. Das war ja auch damals meine Flasche, die wir in dem Video haben. Das ist schon die zweite Flasche, die ich nochmal retten konnte, weil die erste Flasche einfach so komplett so evaporiert ist. Weiß nicht, wo sie hin ist. Hups, ausgetrunken. Ja. Honorable Mention, also auch nochmal sozusagen Whiskys, die jetzt nicht im Video vorkommen. Für mich zum Beispiel auch der Ben Nevis Peated, da haben wir auch ein Video zugedreht zum alten und zum neuen. Auch beides echt richtig geile Whiskys. Kann ich euch nur empfehlen. Preis-Leistungstechnisch schon so ein bisschen außerhalb der Range mit 60 Euro plus auf jeden Fall, aber richtig geile Whiskys. Wir sind einfach beide Fans von Ben Nevis, tolle Brennerei. Und der Glen Coe war für mich so ein bisschen der absolute Geheimtipp. Deswegen bin ich voll bei dir im Boot. Ich schließe mich quasi direkt an und du darfst einmal hinter dich greifen und dir deine Flasche vom, habe ich den jetzt mit drin? Ich muss kurz einmal luschern. Ja, habe ich mit drin. Vom Rasé holen. Das ist nämlich mein zweiter Whisky dieses Jahr. Auch ein Erstrelease von einer neuen Brennerei. Was wirklich gelungen ist, sieht man leider nicht so gut mit dem Licht bei dir gerade. Ja, ist ein bisschen besser. Genau, ein bisschen zurück. So. Also man sieht, ich blende euch eh Bilder ein von den Flaschen, müssen wir uns jetzt nicht auf die Kameras verlassen. Aber man sieht hier wirklich, das ist ein Whisky, der für mich preis-leistungstechnisch schon wieder nicht mehr so ganz attraktiv ist. Mit über 100, ich glaube 120 Euro stieg der ein, war sehr schnell ausverkauft. Also geht ein bisschen typischer, ein etwas typischeres Erstrelease, sage ich mal. Aber ich muss trotzdem sagen, obwohl ich etwas skeptisch war im Vorfeld, wir haben den probiert. Paddy hat mir davon einen Dram eingeschenkt. Alter. deine Flasche kannst du nicht machen, was du willst, aber ein bisschen Niveau bitte. Ein bisschen Niveau. Und das ist wirklich ein Whisky. Ich fand den super lecker. Ganz tolles erstes Release. Wunderschönes Flaschendesign. Alleine für den Aufwand, für diese Flasche, verdient der Whisky für mich schon eine gewisse Aufmerksamkeit. Ich bin unglaublich gespannt, was wir von Rasé in Zukunft noch vor die Flinte kriegen werden. Wir werden definitiv nicht, es wird nicht die letzte Verkostung gewesen sein, sicherlich von dieser Brennerei, die wir machen. Und deswegen ist es auf jeden Fall bei mir mit drinne. Auf jeden Fall. Ja, bin ich auch voll bei dir. Das erste Mal dran gerochen. Man hat ja immer so ein bisschen Angst halt, ne? Weil wir haben in der Vergangenheit, ich sag mal so, mehr so im Jahr 2019, haben wir ganz viele neue Brennereien probiert und das war immer so, ja, neu, bisschen New Makey, okay, mal gucken, was die Zeit bringt. Aber Necknin und Rasé, da hat man echt gedacht, so, Junge, Junge, Alter, was die da rausgehauen haben, Hut ab, ganz ehrlich. So, jetzt bin ich wieder dran, ne? Ja, richtig. Nummer Okay, 4. ich gucke gerade mal, was ich da noch so auf der Liste aufgeschrieben habe. Ich kann es nicht lesen, nein, ist Quatsch. Was mich mal wieder Die so ein Nummer 5. bisschen erstaunt hat, ist Back to the Roots halt. Ne? Geh mal wieder zurück zu den Standards, geht mal wieder so zurück zu Abfüllungen, die man lange nicht getrunken hat. Da hat es mich hingesetzt, als wir ein Video machen wollten zum Craigellachie 13. So Space Cider, Warm Tub Condensers, Nerd Stuff, hast du nicht gesehen? Und ich war so, oh ja, cool, den müssen wir mal wieder probieren. Und dann haben wir uns den geholt fürs Video, aufgemacht, eingeschenkt und ich war gleich, boah, Alter, ganz ehrlich, ey, preis-leistungstechnisch, ah, der geht auch immer so unter das Radar irgendwie. Also, ich habe den 17er, den hatte ich auch mal im Glas, den bin ich so, okay. Aber der 13er, und also eins kann ich euch sagen, was halt bei mir, glaube ich, ein bisschen komisch ist, ich stehe total auf ungerade Jahreszahlen. Ich weiß nicht warum.
Und 13 finde ich einfach total geil. Craig Gallery 13 hat mich im letzten Jahr nochmal so richtig überrascht und mir auch gezeigt, man muss immer wieder mal so einen Step back gehen halt, ne? Immer mal wieder Whiskys probieren, die man lange nicht probiert hat. Ne? Auch mal Jack Daniels einschenken, mal einen Jim Beam einschenken oder wie die nicht alle heißen. Ich möchte unbedingt, glaube ich, mal wieder so ein Johnny Walker Red Label oder sowas mir einschenken. Einfach nur, um nochmal zu verstehen, was bringt dieser Whisky eigentlich mit. Total spannend. Fand ich richtig gut. Tolles Video auch übrigens. Aber nur zum Vergleich, also ich finde es ehrlich gesagt fast ein bisschen seltsam, dass du jetzt einen Johnny Walker im gleichen Atemzug mit dem Craig Gallery 13 erwähnst. Ich weiß zwar, warum du das sagst, ne, zu diesem Thema Rebooten quasi ein bisschen, aber der Craig Gallery 13 ist für mich einer der ultimativen Geheimtipps in Schottland. Also den kennen tatsächlich sehr viele Menschen nicht, weil die Brennerei einfach auch nicht wahnsinnig groß vermarktet wird. Liegt bei ungefähr 40 Euro, ist aus meiner Sicht ein absoluter Traum, sehr komplexer Whisky für das Alter und für den Preis und deswegen definitiv von meiner Seite aus auch ein absoluter Geheimtipp. Craig Gallery 13 läuft auf jeden Fall. Ich mache weiter mit einem Whisky, der nicht released wurde letztes Jahr, der ist schon ein paar Jährchen auf dem Markt, aber der hat mich dieses Jahr nach Norwegen begleitet. Ich war 3 Wochen in Norwegen unterwegs und habe ein bisschen Roadtrip gemacht. Paddy schenkt sich nochmal ganz, ganz unauffällig einen ein, so wie auf der Arbeit, schön in die Teetasse. Ne? Ihr wisst ja, Whisky sieht aus wie Tee, deswegen sehr gut, man kann ihn auf der Arbeit trinken. Ich habe einen Bormo 18 mir ausgesucht. Bormo 18 Deep and Complex. Für mich einer der süffigsten Whiskys, die ich dieses Jahr getrunken habe. Der ist so schnell weggegangen. Ich habe den im Urlaub mit dabei gehabt, eine volle Flasche, habe mit ein paar Leuten den getrunken und der war leer nach 3 Wochen. Also ich habe den nicht alleine getrunken, aber nichtsdestotrotz ging der richtig gut runter. Mega leckerer Whisky, super süffig, cheers. Und auf jeden Fall auch mit, ich glaube, roundabout 70 Euro, zwischen 70 und 80 Euro zu haben für einen 18 Jahre alten Whisky, mit Sherryfässer mit drin, echt eine Empfehlung. Also wer rauchige Whiskys mag und wer mal so einen smoothen Whisky will und nicht immer so Bretter wie den Artback Ugedal oder irgendwie eine Fassstärke, wer mal was richtig Elegantes, Rauchiges, aber Mildes und Schokoladiges will, Bormo 18, Deep and Complex, richtig geiles Ding. Hat mir total gut gefallen. Ja. Gerade heute erst wieder mit jemandem gesprochen, so ein Isla-Fan halt, ne, der auch alle Fagils-Abfüllungen immer haben muss und keine Ahnung was, die ganzen Special Releases sich dann immer holt, aber wirklich, also nicht nur Isla-Fan von einer Brennerei, sondern insgesamt Isla-Fan ist. Und der heute, gerade lustigerweise, der hat dann noch gesagt, ja, Bormo hat sich mittlerweile auch gemausert, die schmecken mittlerweile besser. Ich kann da auch nur zustimmen. Zum Bormo 18 fällt mir noch der Bormo 10 Deep and Complex ein. Den haben wir auch schon sehr, sehr hart geliebt. Immer so eine Literflasche, preis-leistungstechnisch auch super easy to sip halt. Ne? Also erwartet bitte nicht so tiefe Komplexität dabei. Es ist das, was es ist. 18er finde ich auch super. Also Bormo eine Brennerei, wo man halt sagen muss, ne, viele Leute sagen ja, unabhängig abgefüllt, das muss man sich auf jeden Fall mal reintun. Würde ich gerne mal probieren. Kam ich bis jetzt noch nicht in den Genuss, aber ich glaube, das, was wir so von Bormo schon mal im Glas hatten, so Distillery-Exclusive-Geschichten, so, ne, also das war schon mal richtig nice, ey. Ja, kann ich auf jeden Fall auch nur unterstreichen. Wo wir bei dunklen, düsteren Sachen sind. Fetter Kern 16 letztes Jahr. Mega das Brett. Und für mich so habe ich gedacht, also andersrum. Fetter Kern war vorher immer bei uns auf dem Schirm, weil Fetter Kern Fior, habt ihr schon, glaube ich, x-mal von uns gehört, wir haben die Flasche geliebt, das war für mich die Einhornjagd, ich musste diese Flasche mehrfach haben, habe zum Glück jetzt 2 verschlossene Flaschen hier, das heißt, eine kann ich nochmal trinken und eine nochmal aufbewahren. Und Fetter Kern, auch so eine Brennerei, die oft irgendwie, ja, bei niemand auf dem Radar ist. Die haben irgendwann dann komplett die Range umgestellt und alles Mögliche neu gemacht, Age-Statements, die ich nicht so ganz verstanden habe, so 12, 23 und 58 gefühlt oder so. Und ich war so, ach Mensch, das wäre doch schön, wenn die halt so Nerd-Whiskys machen würden halt, ne? So mit anderen Malt-Sachen oder keine Ahnung was und nicht gefärbt und nicht kühl gefiltert und meh. Kennt ihr selber. Da haben wir den 12er mal probiert aus der neuen Range. Top-Ding, ne? Kann man nicht sagen. War super lecker. Haben wir auch ein Video zu, könnt ihr euch hier angucken. Und dann kam der 16er. Und dann irgendwie Chocolate Malt drin, 46, nee, wie viel hat er noch? 48, glaube ich, oder sowas. Also irgendeine schräge Zahl. Irgendwie eine schräge Zahl, auf jeden Fall erhöhte Volumenprozente. Jetzt haben die einen über 20-Jährigen rausgebracht, so in einem ähnlichen Stil, wo ich mir denke, hey, Moment, wird Fetter Kern vielleicht doch die Nerd-Distillerie, die jetzt für die Nerds Whiskys rausbringt? Preislich so immer so ein bisschen, 16er war schon schwer zu bekommen auf dem Markt.
Und das finde ich eigentlich leider schade und finde es schade, dass die ja, dass die nicht ganz so auf dem Markt präsent sind, dass man da viel oder mehr von bekommt. Würde ich mir auf jeden Fall wünschen, auch fürs Jahr jetzt 2021, dass wir mehr geile Fetterkerns trinken können. Wirklich, also so 10 bis 17 Jahre. Leute, gebt uns die Fässer, gebt uns Bourbonfässer, gebt uns ehrliche Whiskys, darauf haben wir auf jeden Fall Bock. Aber der hat mich umgehauen. Schokolade pur, mega das Ding. Jetzt kommt Leon, er hatte nämlich ja nochmal so ein richtiges Brett in der Hand. Ja, tatsächlich schließe ich mich an mit einem Whisky, der weder letztes Jahr rausgekommen ist, noch, ja, der wurde redesigned quasi. Ich habe hier noch die alte Variante vom Glengoyne 21, haben wir neulich erst ein Video zugemacht und der hat mich tatsächlich mal wieder richtig überrascht. Ich kenne den Whisky, ich kenne den seit vielen Jahren, ich habe den oft probiert, habe mich im Video tatsächlich aber mal wieder wirklich von der tiefgründigen Qualität von Glengoyne überzeugt. Auch Honorable Mention, echt ein schwieriges Wort, an den Glengoyne 12. Den habe ich lange Zeit links liegen lassen und habe mich sehr geärgert im Nachhinein drüber, weil den hatte ich neulich im Glas und der ist richtig, richtig lecker. Wahnsinnig geiler Vanillepudding, mega guter Dessert-Whisky, super auch als irgendwie Aperitif, vorm Essen, also vorm Essen, nach dem Essen, mit dem Essen. Glengoyne 12, super lecker. Aber der 21er, der ist für mich echt so die Königsklasse der Range. Und gerade die alte Ausstattung, die jetzt gerade vom Markt geht, leider. Ich hoffe sehr, dass die neue Ausstattung genauso gut ist. Werden wir uns sicherlich früher oder später mal vornehmen. Aber für mich ist der Glengoyne 21 im letzten Jahr echt einer der Whiskys gewesen, der mich mal wieder wirklich überzeugt hat, dass Glengoyne einfach eine geile Brennerei ist. Let's me. Wie so ein alter Freund, der einen in den Arm nimmt, ne? Den man lange nicht gesehen hat. So, ich glaube, so wie wir uns in den Arm nehmen werden, werden wir uns endlich wiedersehen können. So hat der Glengoyne mich ehrlich gesagt auch abgeholt. Bin ich voll bei dir. Und ich sage nur Teapot Dram und dann habe ich direkt Spaß. Da geht das Taschenmesser in der Hose auf. Ich sag dir das. Mega die Brennerei. Ehrlich gesagt. Also oftmals irgendwie. Ich glaube, es gibt Fans auf jeden Fall und das auch zu Recht. Genau. So, Nani, ich habe wie den, glaube gesagt, ich. Nani ist ja ein Riesenfan und hat jetzt auch gerade nochmal zum Geburtstag den Glengoyne 21 bekommen, die alte Ausstattung, also deswegen definitiv läuft. Nice. Happy Birthday auf diesem Weg. Ja. So, wenn ich meine Liste so angucke, bleibt bei mir, glaube ich, nur noch einer stehen, der natürlich mit in meine Top 5 muss. Eigentlich auch 2019 für mich das erste Mal getrunken. Ja. Zu meinem Junggesellenabschied, aber 2020 nochmal in einem Video verarbeitet. Unser 100. Video war das, um genau zu sein. Der Kollege, der hier hinten steht, Long Row 18. Ja, was soll ich sagen, Leute, ne? Also Campbelltown, Springbank, absolutes Brett, Rauch, dicke Fässer. Egal welches Release kommt, also es ist immer so ein bisschen andere Fasszusammenstellung jedes Jahr. Egal, also kannst du blind kaufen, ist einfach mega. Also ich mag die Brennerei so oder so ganz gerne. Ich mag das Profil gerne. Campbelltown ist sowieso mein Ding. Aber der Long Row 18, ja, Leon hat ja meine Jungs beraten im Prinzip, welcher Whisky sollte auf den Tisch kommen, wenn Paddy seinen Junggesellenabschied feiert. Das war das Ding, was ich zu meinem Junggesellenabschied getrunken habe und trinken durfte. Wundervoll, wundervoll. Wird mich immer begleiten. Geiles Video übrigens auch. Schaltet da auf jeden Fall auch mal rein. Ja. Nice. Wäre eigentlich ein sehr schöner Abschluss gewesen für dieses Video, aber Nicht? ich mache noch quasi so ein langsames, entspanntes Finish, denn der letzte Whisky, den ich heute präsentiere, und das wird, glaube ich, für einige vielleicht eine kleine Überraschung sein, ich bin ja ein großer Fan von Preis-Leistungs-Whiskys und von guten Einsteiger-Whiskys. Und tatsächlich ist für mich dieses Jahr also Überraschung ist zu viel gesagt, aber im Grunde wir haben ein Video gemacht, Aaron 10 alt gegen neu. Und deswegen ist für mich der Aaron 10 Jahre, und zwar die neue Ausstattung, der Whisky, den ich als letztes heute nennen möchte. Denn zum einen deswegen, weil ich den im Video schon wirklich gut fand, der hat mir extrem gut gefallen. Zum anderen hat mich Ralphie, einer der größten schottischen Whisky-YouTuber, auch so ein bisschen drauf gebracht, indem er den zum Whisky des Jahres, glaube ich, für 2020 auch ausgewählt hat. Und ich muss wirklich sagen, dass für mich ist Aaron auch so ein bisschen die Brennerei, die sich über die letzten Jahre für mich immer wieder neu qualifiziert.
Also immer wieder neue, gute Releases mit einer guten Qualität, mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis, nie zu teuer. Auch die 18 Jahre alten Abfüllungen liegen immer irgendwo zwischen 70 und 80, 85 Euro. Auch alle bezahlbare Whiskys, obwohl die Brennerei sehr jung ist eigentlich, 1995 erst gegründet, haben jetzt gerade erst einen 25 Jahre alten released, machen unglaublich geilen Whisky. Und der 10er ist für mich ein total leckerer, guter, verhältnismäßig komplexer Whisky für einen 10 Jahre alten Whisky und preislich auf jeden Fall auch absolut in Ordnung. Nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert. Finde ich mega. Fand ich eine wirklich gute, eine wirklich soliden, sehr soliden Whisky. Und ich bin halt einfach auch ein Fan von den Whisky des kleinen Mannes, in Anführungsstrichen. Also einfach Whiskys, die affordable sind, die man sich kaufen kann, ohne sich ein Bein dafür ausreißen zu müssen. Und deswegen ist für mich der Aaron 10 auch ein sehr würdiger Abschluss für unser Top 10 Video. Schreibt uns doch gerne in die Kommentare, was eure persönlichen Top 5 oder Top 10 könnt ihr euch selber aussuchen. Bei uns sind sie jetzt ja quasi jeweils Top 5 geworden, insgesamt aber eine Top 10 Liste. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was eure persönlichen Highlights vom Jahr 2020 waren, was die interessantesten, die geilsten, vielleicht auch die schlechtesten Whiskys waren, die ihr getrunken habt oder die Sachen, die am allerfreakigsten waren, die euch am meisten überrascht haben, die in irgendeiner Form eine Erwähnung wert sind. Würde mich mega interessieren, was ihr da sozusagen auf der Kette habt. Und ja, von daher würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis später. Ja, genau. Also eins lässt sich abschließend noch sagen, bevor wir hier klingeling und bis später sagen und so weiter und so fort. Absolutes Highlight letztes Jahr war es natürlich auch du, mein Freund Leon. Vielen Dank für das coole Jahr und vielen Dank für die Top 10 Whiskys, die wir zusammen trinken durften auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, sagen wir auf jeden Fall jetzt, bis später. Ach, das Leben könnte schlimmer sein, ne? Was? Das Leben könnte schlimmer sein, sag ich, Alter. Mega. Oh, Alter. Oh, ich musste davon ein Sample gehen. Digga, du drehst durch. Ich habe noch nie so einen komplexen Bourbon bei 40 Volumenprozent geschmeckt. Schon von den roten Stöpfen. Wir machen einfach, ich sage einfach kurz, erkläre so ein bisschen unsere Top 10. Jeder hat sich 5 Whiskys ausgesucht, die er irgendwie im Jahre 2020 irgendwie interessant umfand und keine Prioritäten, keine Rangliste, sondern einfach nur Whiskys, die wir irgendwie gut fanden. Gut fanden, die wir so weggeorgelt haben nebenbei, ne? Gerhard. Ja. Zusammen mit Gerhard. Ja, oder? Ich finde das schon voll anstrengend, Alter. Also dieser Dreh, weil ich musste auch was aufschreiben. Das ist echt, boah. Furchtbar. Boah, echt, das ist richtig voll Streberarbeit, ey. Als wenn ich in der Schule bin. Mach du mal bitte den Opener und dann erkläre ich. Ja, sieht richtig gut aus. Ja. Genauso haben deine Schulhefte auch ausgesehen. Ich schwöre. Ich hatte gar keine Schulhefte. Street Smart anstatt Book Smart, weißt du? Okay. Ich schleiche mich so von unten an, so. Hallo! Okay. Okay. Okay, okay, okay. Bist du okay? Ich bin okay. Wir sind okay. Okay.